Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outcast 2 A New Beginning. Ja, wir sind wieder hier, wo wir beim letzten Mal schon waren. Da wollte ich übrigens auch nochmal gucken, ob es eventuell tatsächlich so ist, dass dieser eine, wo ich gesagt habe, dass das der Tempel ist, dass das der Weg hoch ist. Das werde ich, wenn ich die Zeit noch finde, heute auch noch mal eben schauen. Und ja, wir müssen ja hier bei ihr mit ihr sprechen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Du bist zurückgekehrt. Die Jots bezeichneten die Talaner als Daruman, um unsere Einheit zu beschreiben. Ich werde zu dir zurückfinden, Camilla. Dass ein Mensch sie einsammelt, hat eine symbolische Bedeutung. Ich habe es dir gesagt, ich bin auf deiner Seite. Aber mein eigentliches Ziel ist der Home Run. Erinnerst du dich? Die Jots haben gesprochen. Okastok wird geschehen. Sprich mit Nephein. Sie wartet auf dich. Nephiim. Jetzt habe ich die aber nicht oben drin stehen. Meint die jetzt damit die zweite? Weil die sehe ich jetzt gerade aktuell hier nicht. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Ach, ich habe schon wieder das Falsche gedrückt. Da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Ich schaue mal eben, ob es das hier auch... Naja, Mission verfügbar. Wieso hakt jetzt gerade mein... Nee, Moment. Weißes... Heledium, das wollen wir doch gar nicht. Einmal zufolge geht es zur Neige, muss wieder aufgefüllt werden. Wenn Kisar weiterhin... Okay. Letzte Mission, letzte abgeschlossene Mission. Talana vereinigt euch. Ist das jetzt das? Ah ne, hier oben ist ja noch eine Mission verfügbar. Du musst mehr Informationen über dieses Dorf sammeln. Sprich mit weiteren Talianern, erkunde Adelpha, um dein Wissen zu erweitern. Nehmen wir einfach mal an, weil wir jetzt eh schon mal hier sind. Aber das ist nicht das, was sie mir jetzt gesagt hatte. Ich bin mir auch nicht sicher. Doch, sie will mich quasi wieder nach hier schicken, oder? Nee. Marzo nach Pilam fragen. Was haben wir hier? Finde den geheimnisvollen Ort, den Leas erwähnt hat. Ja, ja, gut, okay. Aber diese eine Markierung müsste doch eigentlich das von ihr jetzt sein, oder nicht? Was zuckt die denn hier so rum? Moment, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Was ist das groß hier? Irgendwo hier habe ich doch gerade noch ein Ausrufezeichen gesehen. Oder veräppelt der mich jetzt gerade wieder? Ach, der veräppelt mich wieder und will mich woanders hinschicken, ne? Wo war denn das Ausrufezeichen jetzt? Jetzt sehe ich das nicht mehr. Als ich hier drin war, habe ich doch gerade noch eins gesehen. Ach, da. Moment. Geh mal aus dem Weg. Ich darf das Ausrufezeichen nicht wieder verlieren. Ja, aber da komme ich gar nicht rum auf der Seite. Ja, Gesundheit. Hier komme ich rum. Moment. Na, nähern wir uns dem Ausrufezeichen. Ich komme mir so ein bisschen so vor, als ob wir gerade bei Assassin's Creed hier sind. Die sind auch so ähnlich gewesen von Optik her, die Orte. Und da musste man auch immer sich mal rumlaufen. Ich wollte gerade noch sagen, hallo, was bist du denn für ein süßes Kerlchen? Aber du bist so eine kleine Stinkfraktion hier. Hi. Verzeihung, Miss. Gesegnet sei die Botschaft. Ich habe auf dich gewartet.
Das Warten hat ein Ende. Ich bin Nephiim, die Festplanerin des Okastok-Spektakels. Die Almayel meinte, du würdest helfen. Sie meinte auch, dass du ziemlich eigenartig aussiehst. Aber mit ein wenig rotem Beerensaft auf deinen Wangen und ein paar Strähnchen ließe sich sogar etwas aus dir machen. Oh Gott. Danke. Was muss ich über das Okastok wissen? Einmal pro Zyklus kommen Talaner und Talanerinnen bei einem aufregenden Fest namens Okastok zusammen. Während der letzten Zyklen ist es wegen der Invasoren ausgefallen. Darum sind alle auf Adelpha schon sehr aufgeregt. Außer mir. Ich stehe unter immensem Druck, denn das Fest muss perfekt werden. Männer und Frauen sind nur einmal im Jahr zusammen? Worum geht es bei dem Fest? Für kurze Zeit feiern wir die Harmonie. Weißt du, was Melea ist? Einmal im Zyklus legen Männer und Frauen ihre Differenzen bei und treffen sich für, du weißt schon, etwas Schönes. Achso, soll es meine Antwort sein? Die Kinder brauchen also Musikunterricht. Nee. Ob ich dafür qualifiziert bin? Ich habe mal Schlagzeug gespielt. In einer Metalband. In der Highschool. Wish We Slate and the Devil Dogs. Ich war der einzig Coole. Wie auch immer, ich konnte zwar kein Schlagzeug spielen, aber wir waren so laut, dass es nicht auffiel. Fürchte dich nicht, Botschaft. Seren übernimmt die Musikstunde. Wenn sie genug Kinder findet, die still sitzen können. Seren ist eine wunderbare Lehrerin. Doch sie wird langsam alt. Den ganzen Tag Kindern hinterher zu jagen, ist anstrengend. Richtig. Ich rede mit ihr. Du magst die Makari nicht besonders. Ich habe es Seren bereits gesagt. Zum Okastok dürfen die Makari hier nicht einfach frei herumrennen. Wenn sie Männer in der Nähe der Kinder riechen, drehen sie durch. Würdest du sie daran erinnern? Sie weiß, was zu tun ist. Ich rede mit ihr. Vielleicht kann ich helfen. Danke, Botschaft. Nenn mich Cutter. Warum sollte ich? Gibt es ein Problem mit den Blumen? Wenn du damit meinst, dass es hier keine Blumen mehr gibt, dann ja, es gibt ein großes Problem. Okay. Ich bin kein Gärtner, also viel Glück dabei. Der Speer hüllt Kisar in einen Schleier der ewigen Nacht. Um zu wachsen, brauchen Blumen Mondlicht. Aber genau das gibt es hier nicht. Okay, also keine Blumen. Zu schade, aber wie ich bereits sagte. Doch, Blumen, Dummerchen. Wir nennen sie Meleorats. Zwar sind alle auf mysteriöse Weise verschwunden, aber sie können nachwachsen. Und wenn man sie mit dem reinen Wasser aus den heiligen Brunnen gießt, wachsen Meleorats schneller als jede andere Pflanze auf Adelpha. Okay, pass auf. Typen wie ich widmen sich lieber männlicheren Aufgaben als Blumen zu gießen. Gott. Sicher gibt es für mich und meine Waffen einen besseren Auftrag. Wovon redest du? Hältst du Blumen etwa für eine Frauenangelegenheit? An was für veraltete Klischees glaubst du bitte? Ich bin zu beschäftigt und mir wurde gesagt, dass du helfen willst. Aber bitte nicht nur mit männlichen Aufgaben, was auch immer das bedeutet. Da muss ich ja leider jetzt mal zustimmen. Also Geschlechterrollen sind absolut totaler Quatsch. Die heiligen Brunnen sind verschmutzt? Bah, diese Makari sind so dreckig. Wie oft habe ich es den Kindern schon gesagt? Nur weil es so aussieht wie Moraksaft, ist es das noch lange nicht. Seren verbietet den Kindern davon zu trinken. Aber es sind Kinder. Ich bin zwar kein Schamas, doch ich bin mir sicher, dass das ihre Magenschmerzen verursacht. Was sollte es sonst sein? Diese Brunnen werden aus einer Quelle gespeist, richtig? Weißt du, wo diese Quelle sein könnte? Ausgezeichnete Frage. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich weiß die Almayel, wo die Quelle entspringt. Sagen wir, ich bin der Barkeeper von Okastok. Womit würde ich die Bar aufstocken? Die Bar? Ist das so eine Männersache? Was? Nein, also, dass auf diesem Planeten noch niemand eine Bar erfunden hat. Getränke. Was brauchen die Gäste zum Trinken, Nephiim? Etwas mit einem Kick wie Pilam. Das beste Pilam wird im Dorf Bida gebraut. Geh hin und frag nach Marzo. Er dürfte ziemlich aufgeregt über die Rückkehr von Okastok sein. Er und Seren?
Die haben eine lange Vergangenheit. Die beiden kommen garantiert wieder zusammen. Mhm. Was für Essen benötigst du? Das Allerbeste. Die meisten Gerichte kann ich selbst bestellen. Doch es wäre großartig, wenn du die Moraks besorgen könntest. Wir brauchen reichlich davon. Du bekommst sie in Emea. Moraks. Okay. Verstehe. Oh Gott. Erzähl mir mehr über Ishana. Sie ist nicht wie die anderen. Hast du bemerkt, dass die anderen Kinder sich vor ihr fürchten, aber doch ihre Nähe suchen, als wäre sie ihre Anführerin? Vielleicht liegt es daran, dass sie ohne Mutter aufwuchs. Aber Ishana hört auf niemanden. Sogar Seren hat sie aufgegeben. Das ist ein Jammer. Das ist doch total unlogisch. Wenn ich mich vor jemanden fürchte, suche ich nicht die Nähe von dieser Person. Selbst wenn es mein Anführer ist, wenn ich mich vor denjenigen fürchte, dann suche ich das Weite und das war's dann. Da habe ich auch keinen Respekt vor. Du bist sicher erleichtert, dass Shamas Nemeth die Kinder geheilt hat. Von wegen. Manche sind schon wieder krank. Die gleichen J-verdammten Magenkrämpfe. Verzeih mein Agersorg. Aber das ist alarmierend. Wir kennen die Ursache nicht. Ich denke schon. Also, wahrscheinlich. Hast du die Botschaft der Jots vernommen? Nein. Das große Ganze überlasse ich der Almayel. Ich bin eher eine Macherin, keine Denkerin. Verstehst du? Und was machst du? Ich habe bloß die wichtigste Aufgabe in Kizar. Die Organisation der größten Veranstaltung überhaupt. Okastok, hallo? Verstehe. Mit zwei Almayel zum Preis von einer hätte ich nicht gerechnet. Zwei Almayel? Wie meinst du das? Naja, es sind Zwillinge, oder? Es sei denn, ich sehe doppelt. Es gibt nur eine Almayel. Aber... Psst, sprich mir nach. Es gibt nur eine Almayel in perfekter Milea mit sich selbst. Es gibt nur eine Almayel in perfekter Milea mit sich selbst. Das weiß ich, du alberne Botschaft. Wer bist du nochmal? Lass das, Dummerchen. Ich bin Nephiim, die Partyplanerin von Kizar. Bis dann, Nephiim. Mögen die jetzt mit dir sein. Ja, jetzt haben wir hier so einiges gerade gehört. Oh Gott. Alter, was ist mit denen nicht in Ordnung? Wodurch haben die so Blähungen? Ja, wahrscheinlich auch durch das Zeug. Die haben da auch irgendwas von gefressen. Moment, da hinten ist noch ein Ausrufezeichen. Ist das hier in der Mitte? Ich hoffe mal, dass das keine giftigen Gase sind oder sowas. Wo bin ich denn da jetzt rausgekommen? Hier rum, ne? Da ist doch... Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt direkt was damit zu tun hat. Nee, Moment, das ist wieder die Almayel. Hast du kurz Zeit? Die Almayel hört dich. Ach so. Ich suche nach der Quelle der heiligen Brunnen. Die Antwort liegt unter dem Wasser. Finde die geflutete Höhle. Finde die Quelle. Was kannst du mir über Ishana sagen? Sprichst du von einem Kind? Die Almayel hört alle Kinder als eine Stimme. Sie sind gleich. Sprich mit ihrer Mentorin Seren, wenn du individuelle Meinungen möchtest. Das ist die Tochter von Leas und Jan. Kennst du sie etwa nicht? Die Almayel kennt diese Dinge nicht. Sie sind nicht der Almayel Sorge. Wie herzlos. Du hast doch bestimmt auch Eltern und... Die Almayel hat halb gesprochen. Was kannst du mir über Seren sagen? Seren ist für die Bildung der Kinder verantwortlich. Eine der wichtigsten Aufgaben in Kizar. Die Botschaft sollte ihre kostbare Zeit nicht mit sinnlosen Fragen vergeuden. Sinnlos? Wann habe ich eine sinnlose Frage gestellt? Vor einer Sekunde. Was ist an diesem Ort so besonders? Kizar. Kizar ist seit tausenden Zyklen eine heilige Zuflucht. Hier beginnt das Leben jedes Talanas. Es ist die letzte Bastion der Milea. Ohne Kizar gäbe es kein Adelpha. Wegen dieser Echos. Du hast sie auch gehört, oder? Es ist...
als wären die Jots in meinem Kopf. Die Jots sind nicht in deinem Kopf, Mensch. Sie sind überall. Schön. Aber wo sie auch sind, sie wiederholen immer wieder dieselbe Botschaft. Und ich höre sie immer, wenn ich... Du hörst die Botschaft nicht. Du bist die Botschaft. Rätselhafte Worte der Jots. Wer die Botschaft hört, versteht sie wie ein wahrer Ulukai. Dann ist es genau das. Genau wie Sorkrim immer sagte, ich bin der Ulukai. Warum sonst sollten die Jots mich zurückbringen? Es gibt keinen Ulukai. Noch nicht. Es tut mir leid, dass dich und die Dolotai-Wächter die falschen Prophezeiungen von Khazar und Sorkrim geblendet haben. Sie haben den Weg der Jots falsch gedeutet. Nur die Almayel kennt den Willen der Jots. Moment, was? Du glaubst nicht an die Prophezeiung, aber daran, dass der Ulukai noch kommt? Ganz ehrlich, zwischen den Zeilen zu lesen, ist nicht mein Ding. Die Almayel... Ich kann es nicht klarer ausdrücken. Der Ulukai muss die Botschaft vernehmen und ihre wahre Bedeutung verstehen. Du verstehst sie nicht, also bist du nicht der Ulukai. Vielleicht liegt hier ein Missverständnis beim Wort klar vor, denn die Sache ist überhaupt nicht klar. Genau das meine ich. Bitte stell dir vor, für eine Sekunde vor, dass ich wirklich der Erlöser bin, auf den ihr alle wartet. Klingt ein bisschen überheblich, zugegeben, aber... Du bist die Botschaft. Die Worte der Jots. Ihre wahre Bedeutung bleibt der Almayel überlassen. Oh, wirklich? Deine Schwester und du seid euch ja nicht mal über die vier Worte einig. Verhindere unser aller Untergang. Ruhe. Okastok wird geschehen. Der Untergang wird vermieden. Die Almayel hat... halb gesprochen. Ich muss los. Fürs Erste warten die Jots. Ja, okay, wir haben mit der Brunnenquelle gesprochen. Ach Mann, ich drücke auch immer die falsche Taste. Jetzt muss ich mal eben schauen. Romantisches Dinner, Liebe liegt in der Luft. Das ist alles irgendwie nicht das, worüber wir eben gesprochen haben. Festmahl. Katha muss sicherstellen, dass die Getränke nicht ausgehen. Essen sammeln, Getränke organisieren. Die köstliche Frucht aus dem Meer darf bei keiner Party fehlen. Ja, keine Ahnung. Wir besorgen die jetzt mal. Ich dachte eigentlich, wir machen jetzt die Sache mit dem Brunnen, aber... Was ist das denn? Jedes Kind in Khazar hat seinen eigenen Makari, eine blaue, froschartige Kreatur. Ach, diese komischen Stinkeviecher, die hochspringen und durch die Luft gleiten kann. Die Kreaturen bieten den Kindern Trost und Schutz. Wenn männliche Talaner nach Khazar kommen, können die Makari-Besitzer greifend werden und die Besucher belästigen. Darum müssen sie vor den Okastok in ihren Käfig gebracht werden. Komm, dann machen wir doch das erstmal. Das hört sich an, als ob das... Habe ich das jetzt angenommen? Ja, ne? Als ob das hoffentlich nicht ganz so lange dauert, weil die Folge ja doch schon... Jetzt muss ich mal eben schauen. Muss ich hier mit irgendjemandem noch sprechen innerhalb von dem Kreis? Nee, ne? Der zeigt mir immer noch das andere an. Naja, alles gut. Okay, nee, aber das ist... doch wieder was anderes. Sehr gut. Aber warum soll ich jetzt hier hin? Ist das nicht der Brunnen? Na? Habt ihr Blödsinn im Kopf, Kinder? Ah, da ist ein Ausrufezeichen. Vielleicht müssen wir dahin. Warum läuft der nicht durchgehend? Immer wieder hakt er. Hi, Clark. Wow, was ist denn los? Hat dich jemand verprügelt? Was? Nein. Hm? Oh, tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du immer so aussiehst. Ich bin Ishana. Ich bin Cutter Slate, ein Freund deiner Mutter. Im Ernst? Schickt sie dich, mich abzuholen? Ich bin bereit. Jetzt. Wow, immer langsam, kleiner Hüpfer. Das war nicht geplant, aber ich will deine Mutter hierher zurückbringen, damit sie dich besuchen kann.
Ich will nicht, dass sie mich besucht. Ich will hier weg und kämpfen. Tut mir leid, ich rede zu viel, wenn ich aufgeregt bin. Saren meinte, das liegt daran, dass meine Eltern beide Fae-Talaner sind. Ja, was das angeht, besprich das bitte mit deiner Mutter, okay? Ich bin nicht so gut bei solchen Gesprächen. Tut dein Magen auch weh? Manchmal, aber ich klage nicht. Die anderen Kinder heulen bei jeder Kleinigkeit rum. Ich bin stärker als sie. Ah, verstehe. Weißt du, warum eure Bäuche wehtun? Sehe ich aus wie ein Schamas? Woher soll ich das wissen? Wachst, meine schönen Meleorats. Wachst hoch und... Hä? Keine Makarien in Blumen. Raus! Ich kann dich dort sehen. Zwing mich nicht, dich. Tut mir leid, Nephaim. Du isst Meleorats? Bist du auf den Kopf gefallen? Kein Wunder, dass die Kinder krank werden. Sie meinte, dass man nur so ein Superkrieger mit Superkräften wird. Wer erzählt dir solchen Unsinn? Ishana! Oh je, hier kommt Ärger. Sieh sie nicht an. Wo liegt das Problem? Diese junge Dame steckt hinter all den Magenkrämpfen. Sie sagte den anderen Kindern, die heiligen Meleorats zu essen. Warum bei den Jots tut jemand so etwas? Mein Vater! Wenn ich groß bin, muss ich stark für ihn sein. Meleorats machen stark. Was soll ich sonst machen? Ich will keine Ausreden mehr von dir hören. Du hast Hausarrest. Du willst stark sein? Dann führe damit deine Freunde an. Ihr habt alle Hausarrest. Und jetzt gießt du die Meleorats. Ich will aber nicht. Das ist so öde. Ja, ich würde sagen, damit haben wir dann unerwarteterweise eine Mission abgeschlossen, die wir gar nicht abschließen wollten gerade. Aber wir sind hinter das Geheimnis der Magenkrämpfe gekommen. Das ist doch schon mal was. Da hinten ist auch nochmal ein Ausrufezeichen. Wie geht's jetzt hier? Achso, das ist sie. Ishana. Lass mich in Ruhe. Ishana, erinnerst du dich an deine Mutter? Nur in meinen Träumen. Sie ist schon lange fort. Vermisst du sie? Ja, und mein Vater auch. Oh, tut mir leid. Ich dachte, du hättest deinen Vater nie gesehen, bevor er... umgekehrt wurde? Ich verrate dir ein Geheimnis. Mein Vater wurde noch nicht umgekehrt. Ich treffe mich ständig mit ihm. Du triffst ihn in deinen Träumen? Nein, hier. Hast du bemerkt, dass in Kisar immer Nacht ist? Hazardesse besuchen einen nachts. Der Hazardess meines Vaters ist hier, in Kisar. Jans Hazardess? Wie ein Geist? Wo ist er jetzt? Er kommt, wenn Pancho schläft. Pancho ist meine Makari. Wenn mein Vater da ist, spielt sie verrückt. Mhm. Was will dein Vater? Er erzählt mir von der Rebellion und den Dolotai-Wächtern. Wenn ich groß bin, werde ich die stärkste Dolotai-Wächterin, die es je gab. Dann wird mein Vater stolz. Deine Mutter wäre ebenfalls stolz. Ich darf nicht nach ihr fragen. Ich weiß nicht mal, wie sie heißt. Sie heißt Leas und sie ist sehr stark. Ganz genau wie ihre Tochter. Leas. Hey, Blumen isst man nicht, okay? Darum tut den Kindern der Magen weh, oder? Iss keine Blumen, Ishana. Schrei nicht so, Ishana. Hau dem Schamas nicht zwischen die Beine, Ishana. Wie soll ich eine Dolotai-Wächterin werden, wenn du und Saren meine Ausbildung verhindert? Darum geht es also? Um deine Ausbildung? Warum? Du bist noch ein Kind. Mein Vater will, dass ich seinen Kampf gegen die Invasoren beende. Indem du Blumen isst? Ach, komm schon. Super Blumen. Bekommt man so nicht super Kräfte? Indem man super Sachen isst. Mein Vater meint immer, ich soll mein Gemüse essen. Und Blumen sind doch Grünzeug. Warum habe ich also wieder super Hausarrest? Ist dein Gemüse... Nein. Jan will dir damit sagen, dass du ein braves Kind sein sollst, keine Kämpferin. Du sollst spielen, neue Dinge lernen, gesund essen und deine Kindheit genießen, solange es geht. Spielen macht keinen Spaß.
Ich bekomme immer Hausarrest, weil die anderen Kinder wegen ihrer blutigen Nase heulen oder so. Das ist kein Spielen, sondern Kämpfen. Du musst lernen, wie man spielt, junge Dame. Ach ja? Dann zeig es mir. Okay. Ich rede mit Nephiim und schaue, ob uns einfällt, wie du deine Aufgaben erledigen und dabei Spaß haben kannst. Makari hängen offenbar an den Kindern, die sie beschützen. Wie ist deiner? Pancho haut dich mit einem Furz um. Boom! Leg dich nicht mit ihr an. Offenbar hat wohl jeder Planet Furzwitze. Du hast deinen Makari Pancho genannt? Ja, denn sie ist meine Trainingspartnerin. Wir trainieren die ganze Zeit. Hoffentlich benutzt du es nicht als Haustier-Boxsack. Was ist ein Boxsack? Ist er stärker als ein Makari? Dann will ich einen. Oh Mann. Mach keinen Ärger, Kleine. Ich habe bereits Ärger. Ja, und das zugegebenermaßen aus gutem Grund. Warum ist hier immer noch die Stelle blau markiert? Ich weiß gar nicht, mit wem ich hier noch reden kann oder soll. Ja, ihr macht es Spaß, ihre Mitmenschen als Boxsack zu benutzen. Super, das ist doch ganz toll. Wir sind jetzt da unten. Verfügbare Mission. Ja, das ist. Ich finde es blöd, wenn man da drüber geht, dass sie da nicht einfach anzeigen, was hier alles genau ist. Man muss immer noch zusätzlich hier reinklicken. Unentdeckte Dorfquest. Du musst mehr Informationen sammeln. Okay. Keins. Ne, Moment. Letzte abgeschlossene Mission. Das ist das, was wir hatten. Okay. Rückkehr der Ausgestoßenen. Katte hat mit Alma ausgemacht, dass Leatz und ihre Wächterin nach Kitar zurückkehren können, wenn sie ihm helfen, das weiße Helidium für den Speer zu überbringen. Ach so. Dann müssen wir die also auf jeden Fall machen, damit die dann wieder zurückkehren können. Ja gut. Da haben wir aber mehrere von, ne? Wenn ich das so... Ja, da müssen... Achso, zwei haben wir nur noch von übrig. Wir hatten doch mehr, glaube ich, gefunden mit dem weißen Helium, oder nicht? Liebe liegt in der Luft. Ja, zum Käfig bringen wollte ich ja eigentlich. Du hast derzeit eine Mission dieses Ziels markiert. Achso. Die sind noch markiert. Das heißt, wahrscheinlich ist das das, was hier ist. Aber wie soll ich die zum Käfig bringen? Ich habe doch überhaupt gar nichts, womit ich die einfangen kann. Das ist jetzt mein Problem. Was ist das denn? Bist du hier dieser komische Geist, oder? Von dem die gesprochen hat? Das ist alles irgendwie so ein bisschen skurril hier. Ich weiß auch nicht. Gut, ich schau mal eben hier oben, ob wir da noch was finden, damit wir vielleicht wissen, was wir machen müssen. Da ist doch zum Beispiel auch schon mal einer. Hat diese Bestie gerade... Achso, ich soll schleichen. Ah, okay. Kommen die dann an den gleichen Fleck nochmal zurück? Moment, ich habe hier wieder einen gehört. Was ist denn der? Zumindest wissen wir schon mal Bescheid, dass wir schleichen müssen. Der ist jetzt nicht wiedergekommen. Ich höre hier doch die ganze Zeit ein. Ist der da oben drauf? Alter. Ich meine, da oben ist noch ein Ausrufezeichen, das ist klar. Ah, ah. Nein, geh weg. Geh weg. Das ist der Makari, von dem mir Nephiim erzählt hat. Aha. So geht das also. Und da ist schon mal der nächste. Ich weiß aber gar nicht, wie viel ich eigentlich jetzt einsammeln soll. Zwei haben wir. Ich möchte nur jetzt die Folge nicht so überziehen. Das ist gerade mein Problem. Aber zwei haben wir auf jeden Fall schon mal. Das Problem ist, man hört die sehr oft, aber man sieht sie dann in dem Moment nicht. Der da unten ist jetzt auch nicht wiedergekommen.
Da scheint irgendwo einer gewesen zu sein. Keine Ahnung, ich habe keinen gesehen. Ich hab nur einen gehört. Ich kann ja jetzt auch nicht hier überall rumschleichen. Ich kann dann höchstens rumschleichen, wenn die in der Nähe sind. Das ist rechts von mir, oder? Wie gesagt, das Problem ist ja auch noch, dass ich keine Ahnung habe, wie viele da drin sind. Ich sehe auch keinen. Ich höre ständig irgendwelche wegfliegen, aber ich sehe keinen. Das ist immer noch dieses komische Viech da. Also dieses... Und da hinten sind die dann quasi nicht mehr drin. Ich denke mal eher, dass die oben irgendwo sind, oder? Ich weiß es nicht. Hi. Ich hab doch gerade wieder hier irgendwas gehört. Da habe ich jetzt aber nichts gesehen. Hier war doch gerade oben noch dieses Ausrufezeichen. Jetzt bin ich hier hochgesprungen, jetzt ist es weg oder was? Ach nee, das ist hier drüber. Hä? Oh, da war offenbar auch eins von den Viechern. Okay, jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo es war. Ach, das ist da hinten. Wie komme ich da hin? Jetzt ist der nicht weg, ne? Jetzt ist der gerade nicht weg. Ich meine, ich musste ja erstmal hier hochfliegen. Alter Schwede, wo ist denn das Viech jetzt? Das macht mich wahnsinnig, dass man die ganze Zeit hört. Analyse. Unbekanntes Alien-Exemplar gefangen. Kontaktieren Sie die Zentrale zur Analyse. Bitte was? Ich würde hier gerne mal eben hochkommen. So. Oh, also vier, glaube ich, haben wir jetzt schon gefunden. Und ganz offenbar sind die irgendwie mit Vorliebe hier irgendwo oben auf den Dächern. Was es natürlich nicht einfacher macht, die zu finden, muss ich jetzt dazu sagen. Aber ich will jetzt auch die Folge hier nicht so überziehen. Ich muss nur mal eben gucken, was ist jetzt mit der Aufgabe? Also haben wir jetzt eine neue Aufgabe, wo zum Käfig bringen? Mit Sirenen über die sprechen, haben wir schon gemacht. Oder? Orten. Oder ist das Sirenen? Sirenen, wie auch immer. Kann natürlich auch sein. Ich spreche mal kurz mit ihr. Ja, hallo. Ach so. Du musst die Botschaft sein. Ich habe dich erwartet. Die Jots sprechen wirklich zu dir, oder? Sowas in der Art. Übrigens bin ich nicht die Botschaft, sondern Carter. Carter Slade. Wenn du mich fragst, solltest du bei Botschaft bleiben. Das klingt besser. Ich bin's, Herrin. Was kann ich für dich tun? Sollte ich noch etwas über die Makari wissen? Ja. Bevor Okastok beginnt, musst du mir dabei helfen, die Makari in ihre Käfige zu bringen. Warum? Makari hängen sehr an den Kindern, die sie beschützen. Zum Okastok werden viele Väter zurückkehren, die ordentlich Zeit mit ihren Kindern verbringen wollen. Und das wird die Makari alles andere als erfreuen.
Sie können aggressiv werden. Darum musst du sie in die Käfige sperren. Alleine? Ich bin nur hier, um zu helfen. Schon vergessen? Ich bin eine Mentorin. Ich werde es dir beibringen. So arbeiten wir zusammen, verstehst du? Also, bist du bereit? Ja, nichts davon ist jetzt... Können wir über Ishana reden? Diese junge Dame macht es mir wirklich nicht leicht. Wie oft ich ihr auch Hausarrest gebe, Ishana lernt einfach keine Manieren. Sie ist zäh. So wie ihre Mutter. Kurze Frage. Wer bist du nochmal? Ich bin Saren. Ich betreue diese höllischen Blagen. Ich meine, die braven Kinder von Kisar. Nefein meinte, du brauchst Hilfe mit den Kindern. Also, hier bin ich. Ha! Super. Die kleinen Biester fressen dich lebendig auf. Bei uns ist es Brauch, dass die Kinder während Okastok die Glocken von Milea läuten. So sind sie beschäftigt, während die Erwachsenen auch beschäftigt sind, wenn du verstehst. Doch Okastok wurde verschoben, die Kinder wurden krank und... Genug gesagt. Sie sind nicht bereit. Ich dachte an Musikunterricht, aber wenn die kleinen Plagegeister die heiligen Melodien verschandeln, bluten mir die Ohren. Also, würdest du sie unterrichten? Okay, die Kinder unterrichten. Das schaffe ich. Ich arbeite fürs Militär. Das sind bloß kleine Kinder. Wie schlimm kann es sein? Wenn ich so drüber nachdenke, nimm die Waffe. Wir brauchen bloß 4 Freiwillige. Viel Glück. Okay, ich versuche es mal. Her mit den Glocken. Wir brauchen 4 Kinder, um die Glocken und Okastok einzuläuten. Unterrichtest du als Einzige diese Kinder? Ich nenne es Betreuen. Aber ja, hauptsächlich. Sie lernen ebenfalls von ihren Makari. Die kleinen flitzenden Kreaturen? Sie unterrichten die Kinder? Ich muss dir wohl erklären, was eine Mentorin tut. Also, jedes Talana-Kind hat ein Makari. Sie sind wie Wächter. Sie beschützen die Kinder, spielen mit ihnen, trösten sie, sorgen dafür, dass sie genug Schlaf bekommen. Auch wenn man bei ewiger Nacht in Kisar nie weiß, wann Schlafenszeit ist. Aber hey, wo wären wir ohne den Speer, der uns beschützt, was? Die Mütter kümmern sich auch um ihre Kinder, oder? Wow! Von was für einem rückständigen Planeten kommst du bitte? Talanerinnen sind zu beschäftigt damit, den Planeten zu regieren. Für die Kindererziehung fehlt ihnen die Zeit. Mein herzliches Beileid, da läuft was ganz schön schief. Leiden viele Kinder unter Magenschmerzen, nachdem sie beim Schamas waren? Ja, das kommt häufig vor. Zuerst dachte ich, sie wollten bloß nicht zum Unterricht gehen. Doch mittlerweile bin ich überzeugt, dass der Schmerz echt ist. Auch wenn es bislang bloß Kinder betrifft. Hast du eine Idee, was die Ursache sein könnte? Ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich die heiligen Brunnen. Ihr Wasser ist nicht mehr so rein, wie es einst war. Sie werden nicht mehr aus frischem Wasser gespeist. Das sollte die Almaliel so bald wie möglich beheben. Nein, ist es nicht. Wir haben doch schon aufgedeckt, dass die Ursache woanders liegt. Was sind die Glocken von Milea? Wow. Haben die Jots dir gar nichts erzählt? Das sind bloß die berühmtesten Musikinstrumente in ganz Adelpha. Der Legende nach stammen sie von den Altehrwürdigen. Wenn man sie richtig spielt, kann ihre pure Harmonie dein Phantasma vibrieren lassen. Es ist leicht zu lernen, doch zum Läuten braucht es flinke Reflexe. Ich bin mit der Helidium-Therapie beschäftigt, also solltest du die Kinder unterrichten. Helidium-Therapie? Ja, Luminotherapie-Sitzungen. Hallo? Du bringst weißes Helidium hierher, oder? Weißes Helidium sammelt die Energie der Monde. Da der Speer alles davon abhält, zu uns durchzudringen, sogar das Mondlicht, wird diese Therapie der weiblichen Moral einen großen Schub geben. Alle sind heiß darauf. Wir sind ausgebucht. Die Memoiren von Cutter Slate. Navy Seal, Weltenretter und gottverdammter Musiklehrer. Kein hitverdächtiger Titel, aber okay. Nur noch kurz das Fest retten. Oh, so ähnlich hieß doch ein Lied. Wir brauchen 4 Kinder, um die Glocken und Okastok einzuläuten. Ich arbeite daran. Bis später, Frau Lehrerin. Klar. Bis dann.
Okay, ja, finde ich schön, dass Sie uns das jetzt endlich mal erklären, nachdem wir schon 5 Exemplare oder sowas eingefangen haben. Ach so, scannen kann ich die ja auch. Ja, stimmt. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da unten sind die Leute, Händler. Aber hier scheint nichts in der Umgebung zu sein. Sonst hätten wir mal kurz gucken können, wie sowas denn überhaupt aussieht. Na gut, ist aber nicht schlimm. Ja, hier läuft einiges falsch im Staate Dänemark, ne? Wie das so schön heißt. Obwohl ich noch nie in Dänemark war. Ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch läuft, aber ihr wisst ja schon, ihr kennt ja den Spruch bestimmt auch. Ja, gut, dass wir sie endlich gefunden haben, nachdem wir dann schon so einiges hier gemacht haben. Ich glaube, hinter mir, das könnte auch noch einer sein. Da werde ich dann mal demnächst hingehen und mal gucken, ob man den einfangen kann. Wir wissen ja jetzt mittlerweile eh, wie das Ganze so läuft. Da unten dieses Rote. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das der Geist sein soll, der die eine da am Verfolgen ist. Es gibt auf. Ach so, da steht jetzt auch 4 von 10. Ach, dann wurde der eine nicht gewertet, der Alien-Natur hatte, wie die das so schön gesagt haben. Mal gucken, vielleicht können wir da nochmal mit ihr oder mit jemand anderem sprechen. Mit irgendjemand. Nee, bei der Zentrale sollte ich mich melden oder sowas, hat er doch gesagt, diese komische Roboterstimme. Wir haben auf jeden Fall jede Menge hier zu tun. Ich merke das schon. Könntest du aufhören, während ich mich gerade am Verabschieden bin, hier so eine Fotobombe zu machen? Dankeschön. Wir haben hier auf jeden Fall einiges zu tun. Es tut mir auch sehr leid, dass die Folge jetzt so wahnsinnig lange geworden ist. Aber ich wollte irgendwie alles nochmal eben schnell mitnehmen und ein Cut wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, weil hier kommt irgendwie so viel jetzt auf uns zu, dass ich jetzt doch ein bisschen unglücklich jetzt cutten muss. Wir werden wahrscheinlich noch eine ganze Weile uns hier aufhalten, so wie ich das jetzt hier sehe. Ah, Moment, ich sehe da oben Hände. Ich glaube, das sind die Symbole dafür, in welche Richtung wir ungefähr gehen könnten, um die Viecher da zu finden, diese komischen furzenden Vögel da. Wie heißen wir mal? Makari, genau. Hat mich übrigens sehr an den goldenen Kompass erinnert. Weil da sind ja auch diese Tierwesen, sage ich mal, die Begleiter und gleichzeitig die Beschützer von den Kindern. Und halt später, wo sie erwachsen waren, auch noch. Und ich fand den Film so hammergeil gemacht. Ich fand es so schade, dass die bis heute es nicht auf die Reihe bekommen haben, die anderen Bücher auch zu Reiß dich veröffentlichen als. zusammen, Cutter, Ja, ist ja unternimm gut. was. Die anderen Bücher auch als Videos zu veröffentlichen. So, das soll es jetzt von mir gewesen sein. Cutter ist schon ganz aufgeregt, er möchte weitermachen. Deswegen hier vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!